Hallo meine geflügelten Freunde und willkommen zurück zu Slime Ranger. Wir haben in der letzten Folge diese bösen Slimes kennengelernt, die einfach anscheinend die Katzen gefressen haben oder so. Und wir müssen hierfür immer noch ganz viele Münzen sammeln, um das zu erhöhen, um diese Phosphor-Slimes reinzukriegen. Ich hoffe, ja, wir gucken nochmal. Ja, 350. Also wir brauchen noch 60 Münzen. So, wir haben noch Meatsplots im Lager. Wie viele? Oh, 22? Ach stimmt, es hat mir letztes Mal gesagt, dass die demnächst mehr kosten. Okay, dann suchen wir einfach mal neue Slimes. Und Hühnchen, wir brauchen Hühnchen. Moment. Ich habe letztens gelernt, dass wir hier irgendwo Aufgaben haben. Was ist denn das hier, glaube ich? Oder? Ne, hier nicht. Das ist... Nee, wo waren das? Wir hätten doch irgendwo Aufgaben. Aber hier? Nee. Verdammt, irgendwo waren Aufgaben. Hier. Hier. Oh, was geht denn noch? 3 Minuten? Okay. In 3 Minuten schaffen wir es nicht, 8 Hühnchen zu fangen. Was ist das? Das sind, glaube ich, diese Phosphor-Plots. Oh no! Kann jetzt nicht auf der Tastatur rumlaufen. Okay. Er ist runter. Er nervt jetzt Kava. Weil Kava natürlich der Meinung ist, wieder auf einem Stuhl schlafen zu müssen. Oh, Schockwelle. Füg deinem Backpack einen Schockwellengenerator hinzu, der Slimes wegstößt. Wenn du etwas mehr Platz für dich brauchst, bla. Okay. Ihr seid so süß, ihr zwei Babys. Die sind so süß, wenn ihr das sehen könntet. Die haben sich jetzt beide einfach auf meinen Stuhl gelegt. Also Kava hatte einfach immer keine Chance gegen Cuddles. Und Cuddles ist halt, wie sein Name schon sagt, total verkuschelt. Da muss Cuddles einfach durch. Ah, okay, es war doch nicht genug Platz für Cuddles. Er hat's versucht. Aber er holt sich schon immer seine Kuscheleinheiten. Oh, geht weg. Oh, gib mir die... Ey. So, ich kann die Früchte gar nicht einsammeln. Ja, egal. Dann gib mir die Plops. Plop, plop, plop. Ich brauche Money. Schade, dass ich nur 4 Dinger einmal mittragen kann. Vielleicht erhöht sich das ja mit einem Update noch. Also wenn ich die Gun hier, die Pistole upgrade. Mal gucken. Oh, Katzi. Möhrchens. Hat du frische Möhren? Ja, haben wir. Oh, ich bin schon wieder voll. Schön. Okay, dann bringen wir die erstmal weg und füttern unsere Slimes auf der Ranch. Na los. Oh, verdammt. So, wir füttern die erstmal. Wir füttern die da drüben. Oh, ihr seht hungrig aus. Und ihr wollt nicht. Ihr seht alle hungrig aus. Oh no. Wir brauchen definitiv mehr Essen. Ich brauche nur eure Plots. Entschuldigung. Solange ihr euch nicht gegenseitig fresst. Aber es ist auch gar nicht so gut, hier zwei verschiedene Slimes in einem Gehege zu haben. Weil die ja auch die Plots von den anderen Slimes essen können und dann verwandeln sie sich so Riesenslimes. Nicht gut. So, das wird auch mehr. Dann erstmal das. Zack, 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 zack. Give me money. Und jetzt können wir unsere Phosphor-Slimes auch in ein Gehege stecken. So, Moment, erstmal machen wir das hoch. Komm. Hm.
Das brauchen wir eigentlich auch. Das ist auch gar nicht schlecht. Okay, aber erstmal die Phosphor-Slimes. Yay! Bitte springt da nicht raus. Oh nein, die können rüberfliegen. Daran hätte ich denken müssen. Okay, also brauchen wir noch mehr Münzen, weil wir... Geh mal bitte hier rein. Wir brauchen nämlich oben noch einen Deckel. Komm her. Kommt. Kommt wieder zur Mami. Wir hatten 19 Stück. Ich möchte auch wieder 19 zurückhaben. Einer fehlt. Da hinten. No, er ist weg. No, mein Baby. Okay. Können wir die Plots irgendwo ablegen? Ich glaube, dafür können wir später ein Lager bauen, oder? Ach, Mist. Ach ja, verdammt, das. Hier sind noch keine Reifenfrüchte dran. Oh. Okay. Es hat nicht wehgetan. Hier, du hast doch bestimmt Hunger. Kommt erst mal. Ich möchte nur eure Plots. Nein, nicht Mieze-Slime. Dankeschön. Dann sammeln wir mal die rosanen Plots erstmal ein. Und versuchen Münzen zu farmen. Münzis, Münzis, Münzis. Kommt. Kommt zu Mami. Noch mehr? Nee. Denn hier waren noch ganz viele. Da ist noch mehr. Ne, ihr habt keine. Da sind noch welche. Zack, wieder voll. Sind hier auch gleich noch welche? Ja, nee. Einer war da, glaube ich, noch. Ach, gehen wir die einfach auch ab? Nee, es wäre doof. Ich würde mich so ärgern. Ich würde mich so ärgern. Der Tag ist ja auch anscheinend demnächst vorbei. Oh, was ist das? Bitte akquiriere das Folgende für zukünftige Forschung. Besten Dank. Okay, was brauchen wir denn? 12 Miezis, 17 Rosanne. Oh, dafür würde ich Hühnchen bekommen und das und das und okay. Also 17 Rosanne haben wir auf alle Fälle da schon drin. Wir brauchen 12 Miezis. Wir sammeln mal noch mehr. Zwölf Miezis. Ach, verdammt. Ich brauche irgendwo Platz für die Plots. Ich gehe erstmal schlafen, dann ist ja der nächste Tag. Und dann kann ich die teurer verkaufen. So, was haben wir denn hier? Jetpack. Können wir uns aber alles nicht leisten. Okay. Schade. Wir schlafen. Wir schlafen jetzt mal. Oh, wir haben noch eine Mail. Miss Lebeu, erlauben Sie mir, mich vorzustellen? Was? Achso, ich bin Victor Humphreys.
Professioneller Slime Ranger, Slime-Wissenschaftler und Amateurmusiker. Meinen Informationen nach hat Miss West Sie bereits über die Funktionsweise der Tauschbörse ins Bild gesetzt. Daher erspare ich Ihnen weitere Ausführungen. Lassen Sie mich Sie stattdessen ein wenig darüber erleuchten, was Sie von Anfang meiner Wenigkeit erwarten können. Als Slime-Wissenschaftler, Ranger, hege ich größtes Interesse an den liquiden Legionen, mit denen wir uns diese weitläufigen Gefilde teilen, den Slimes. Meine intensiven Studien halten mich oft davon ab, tägliche Streifzüge ins Gelände zu unternehmen. Und wenn ich mich einer Unterversorgung mit einer bestimmten Spezies gegenübersehe, nutze ich die weite Tauschbörse, diese Lücke zu schließen. Jedoch keine Sorge, ich werde Sie fürstlich für Ihre Mühen entlohnen. Das will ich auch hoffen. Viel Glück mit Ihren neuen Unternehmungen, Miss Lebeu. Ach ja, stimmt, wir sind das ja. Ich freue mich auf die Aussicht, der alten Twilgers Ranch wieder neues Leben eingehaucht zu sehen. Hochachtungsvoll, Victor Humphreys. PS. Ich habe einst meine Lieblingsfiedel verloren, als ich vor einem aggressiven Knallslime floh. Ihr Wert ist nur ein sentimentaler, aber sollten Sie Ihrer habhaft werden, wäre ich entzückt, wieder darauf spielen zu können. Aha. Okay. Wir schlafen mal bis zum Morgen. Oh, wie süß das Plüschtier ist. Das habe ich jetzt erst gesehen. So. Ja, 5 Minuten. Egal. Jetzt sind aber die Plots etwas teurer. Ja, wir sollten sie jetzt auch verkaufen. Weil die nicht mehr teurer wären. Also die hier nicht. Und die blauen auch nicht, nee. So, dann haben wir wieder Platz, können Mizis holen. Na komm, mal ein bisschen schneller hier. Okay. Oh, Hühnchens. Hühnchens. Die Küken könnt ihr behalten. Die brauche ich nicht. Wir holen uns erstmal. Oh Gott, hier sind die Großen. Dankeschön. Autsch. Au. Ich möchte die Plots. Die blauen Plots. Ja, ich nehme auch die Slimes. Die kann ich ja wieder ausspucken. Ausgespuckt. Oh Gott. Jetzt dürften diese bösen Dinger ja eigentlich nicht kommen. Die kommen, glaube ich, nur in der Nacht. Hatte ich hier nicht noch eine Katze gerade gesehen? Katzi? Katzi, Katzi? Oh. Nee, hier ist nichts. Da, Katzis. Wo war sie? Hey, komm her. Sie? Wo bist du? Da. Ah, da ist das Hühnchen. Ach, geh weg. Nein! Gib mir das Huhn! Gib mir die Hühnchen. Oh Gott, warum ruckelt das gerade so? Nur das Blaue. Nee, das ist ein falsches Hühnchen. Oh Gott, oh Gott. Geh weg. Ich brauche dich. Autsch. Dich. Da ist noch ein Hühnchen. Oh ja, Katzis. Ich brauche mehr Katzis. Ah. Ich glaube, ich muss mal die Einstellung gerade runterschrauben. Ich will nicht. Wir gucken mal. Ich weiß nicht, warum das gerade ruckelt. Das brauchen wir nicht. Haben wir noch irgendwas? Nö. Okay. Läuft jetzt besser? Sieht ein bisschen besser aus, oder? Oh, wie glücklich die ist. Ah,
Wieso kommen die? Geh weg. Lass mich in Ruhe. Ich mag dich nicht. Wieso kommst du? Wieso? Wie entstehen die? Ich kann in diesem Wikipedia mal nachlesen. Also, dieses Slimipedia. Gib mir mal mehr Hühnchen, bitte. Oh, verfaulen die Früchte hier? Ja, die verfaulen einfach. So, haben wir hier noch irgendwo Kätzchen? Mizi, Mizi. Mizi, Mizi. Keine Mizis. Aber da sind Hühnchen. Entschuldigt. Ich gehe nochmal zurück. Ich brauche noch ein paar Miezen. Oh, da sind nur die. Oh. Lasst mich in Ruhe. Wie kann ich? Oha. Es ruckelt immer noch. Ich habe keine Ahnung, was. Ja, was bist du? Also, was du bist, weiß ich, aber warum bist du? Oh mein Gott! Kann ich dich füttern? Hier ist einfach eine Riesenkatze. Oh, was bist du? Schatzkapsel. Kann ich dich irgendwie öffnen? Geh weg. Ich schmeiß dich einfach ins Wasser. Oh ja, ich schmeiß euch einfach alle ins Wasser. Kommt her. Komm her, du Riesending. Ja, komm her. Ab mit euch. Ich vernichte euch. Okay. So, wir haben es gereinigt. Können jetzt die Katzen zurückkommen, bitte? Ich brauche noch mehr Katzen. Was hat es hier mit auf sich? Achso, das war die Wasserquelle bestimmt. Stimmt. Ey, kennt ihr das? Ihr stellt einfach 100-mal die gleiche Frage, weil ihr vergessen habt, dass ihr das schon mal gefragt habt und schon herausgefunden habt. Schlimm. Immer dieses Alzheimer. Da oben war was Blaues, aber da komme ich nicht hin. Achso, dafür bräuchte ich dann das Jetpack. Da kann ich schummeln? Nee, 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 schade. Schade, drei Katzen haben mir gefehlt. Ich möchte auch nicht meine abgeben, die ich schon im Dorf habe. Auf der Ranch, nicht im Dorf. Ah, wieder eine neue. Besuche das Ranchhaus. Ja, egal. So, ihr geht erstmal weg. Perfekt. Dann können wir hier jetzt endlich ein Dach hinbauen. Yes. Hier fangen wir jetzt. Warum kann ich nicht noch mehr? So, hier. Und jetzt sollte es passen. So, ihr fliegt jetzt wieder raus. Dann lasse ich es mit euch. Ihr fliegt nicht raus, oder? Nein. Oh.
mal schön. Oh nein, ich habe die Plots nicht eingesammelt. Wo sind die Plots? No. Plot, Plot, Plot. Danke. Autsch. Na gut. Die Slimes auf der anderen Seite freuen sich. Hey. Achso. Verdammt. Ach, hab ich's jetzt aufgegessen? Lasst mich in Ruhe. Wo sind die Plots? Habe ich sie eingesammelt? Ich hoffe es. Ich will nicht noch mehr große Dinger da drin haben. Verdammt. Die bleibt da drin. Sehr schön. Ich brauche noch ein Gehege. Hühnerstall. Und Wasser. Okay. Hier gibt es einen neuen Auftrag. Am neuen Rezept kannst du mir helfen. Was ist das da oben? Ist das eine Erdbeertorte? Das sieht aus wie eine eckige Erdbeere. Und das. Ein Pfirsich? Oder so? Keine Ahnung. Ihr fresst euch nicht gegenseitig. Bär. Die Mami kommt gleich zurück. So, sie muss erstmal hier Platz schaffen. So. Oh, ich habe so viele Felsslimes hier drin. Ich werde die erstmal jetzt hier alle los. So, ihr vertragt euch bestimmt. So, dann. Quatsch, das Hühnchen kann ja auch weg. Na komm, ja. Ihr habt immer einen Hunger. Wo ist der Plot da? Ach, der kann auch noch drin bleiben. Bam, müssen wir hin, wieder zurück. Okay. Wir sammeln mal hier die ganzen Plots und noch ein bisschen was zu essen. Ich würde ganz gern so ein Futterding haben. Ganz cool. Kann ich die auch verkaufen, die Slimes? Also außer an die einen Auftrag dafür haben. Geht das auf der Tauschbörse vielleicht? Ich habe keine Ahnung. Und ihr kommt erstmal wieder weg. So, Poko-Früchte. Das sind nicht die Früchte vom Auftrag. Ich brauche aber auch so eine Farm, also eine Art Garten, damit ich immer schön Essen dann anbauen kann. Ach, schon wieder voll. Na gut, kann ich zweimal rosa haben? Nee. Schön. Egal, die können wir ja später nochmal holen. So, wir gucken nochmal. Ja. Alles schon verfault. Da drüben ist ein großer rosaner Slime.
So, das war doch die gefährliche Höhle, oder? Ja. Hier, ja, kriegt alle was zu essen. Nehmt die Möhren. Ich mag eh keine Möhren. Ja! Nein! Hier, essen, 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 essen. Esst alle und werdet lieb. Wieso seid ihr immer noch so aggro? Könnt ihr mal aufhören, so aggro zu sein? Weg mit dir. Warum werdet ihr schon wieder böse? Why? Essen die irgendwas Falsches? Essen die falschen Plots und werden dann böse dadurch? Das kann ich mir gut vorstellen. Aber ja. Keine Ahnung. Ich bin da noch nicht so ganz hintergekommen. Und wir wollten das nachlesen. Stimmt, jetzt. Ah, jetzt fällt es mir wieder ein. Egal. Wir gucken erstmal hier weiter. Ach, stimmt. Ja, da haben wir keinen Schlüssel für. Okay. Ihr seid noch lieb, oder? Seid ihr schon wieder böse? Nee. Es ist Abend. Okay. Okay. Hey, ich bring mich nicht an. Ich wollte nur lieb sein und euch Essen geben. Ist die jetzt damit weggerannt? Oh. Moment. Das müssen wir uns anschauen. Ist das ein Bug? Jetzt hat sie gegessen. Ah ne, der hat gegessen. Ah, schade. Waren wir hier schon? Ja doch, hier unten sind die Katzen. Falsches Hühnchen. Hühnchen. Noch mehr Hühnchen. Ich möchte jetzt mal hier über die Brücke gehen. Ich weiß, wir haben nicht keinen Platz mehr, aber. Oh. Geh weg. Lasst mich in Ruhe. Guck mal, ich habe hier Essen für euch. Esst doch. Noch nicht. Oh, da ist dieses. Oh, oh, oh. Hier. Hier, friss. Friss. Quaderbeere. Oh Gott. Oh Gott. Lasst mich in Ruhe. Wieso sind so viele von euch hier? Ui. Achso, das war nur Reflexion. Ich dachte, was ist da denn im Wasser? Oh je. Was ist da hinten? Das ist eine Falle. Hier geht's nicht weiter. Passiert hier irgendwas? Ah. Da drüben komme ich schon wieder nicht weiter. Aber hier ist irgendeine Kiste. Nein, nein, nein. Nein. Ah, verdammt. Oh nein, unsere Sachen sind weg. Oh nein.
Ihr habt da noch Essen drin, Jungs. Oh nein, die Sachen. Unsere ganzen Plots. Nein. Die sind auch nirgendwo hier. Aber hier irgendwo. Nee, hier ist einfach nur. Ja, ist egal, die wollen nur was von der Tauschbörse. Ach nein. Was braucht die Plot? Okay. Wir gehen dahin nochmal zurück. Gucken, ob wir vielleicht unsere Plots bekommen. Ich glaube es nicht. Wenn man hier die Hühnchen. Ach, verdammt. Oh, ganz viele Miezis. Ganz viele Miezis. Eigentlich können wir die Miezis auch hier lassen. Na, egal. Ach, da ist schon wieder so ein Schwarzer gewesen, oder? Da war es das Hühnchen. Das war das Hühnchen. Okay, alles gut. Ich dachte, die war schon wieder so ein Böser. So, hier kommen gleich die Hungrigen. Oder auch nicht. Ah. Okay. Wir rennen hier einfach nicht rüber. Was haltet ihr davon? Einfach nicht rüberrennen. Okay. So, und vorsichtig hier lang. Ha, schade. Ich dachte, wir kriegen unsere Sachen. Aber jetzt ist die Kiste offen. Ui. Herzrübe. Aha. Und die Erdbeere. Quaderbeere. Aber unsere Sachen sind weg. Slime-Schlüssel. Wie kriege ich so einen Slime-Schlüssel? Da drüben ist auch immer noch nichts. Und warum ist da so eine riesen Slime-Katze? Und diese riesen Pink, diesen riesigen pinken Slime haben wir auch schon gesehen. Also von weiter weg gerade. So. Was können wir mit euch machen? Wollt ihr irgendwas Spezielles essen? Wollt ihr ein Hühnchen? Ich habe keine Ahnung. Magst du den? Nee. Hätte ja sein können, dass er seine eigenen Artgenossen essen will. Das hier? Muss ich es einfach nur füttern? Willst du ein Plot? Nein, kein Plot. Und auch keine Slimes. Und da ist schon wieder ein Böser. Kann ich dich vielleicht in den Hasen... in den Hasen, in die Katze rein. Nein, auch nicht. Komm, du willst hier... Oh. Komm, weg mit dir. Oh, wo ist da noch einer? Weg da. Lass die armen Babys in Ruhe. Ah, Küken.
Okay, ich habe keine Ahnung. Dann gehen wir jetzt wieder zum Camp zurück. Und ja. Ja. Keine Ahnung, was dann. Ich glaube, wir müssen uns einfach ein paar Updates mal holen. Upgrades. Aber wir holen noch ein paar Plots auf dem Weg. Geh weg. Auch die. Oh, hört auf, meine Plots zu essen. Habe ich nicht gerade wieder dieses Lachen von dem Schwarzen gehört? Ha. Nee. Da drüben ist der Rosane. Komm ich da? Ich könnte hier runter. Denn darüber, aber ich komme da nicht mehr hoch. Oh, Kiste. Das war mein Hühnchen, aber ist okay. Da drüben ist noch ein Plot. Okay. Oh, Plots. Plots, Plots, Plots. Komm, einen kann ich noch. Ja. Jetzt sind wir voll. Hier, Moment, wir gucken mal. Nee. Warte. Labor, Docs. Hier, Slimes. Ist hier... Hier, der Teer. Total erschreckende, rasende Regenbögen. Nahrung Slimes, Liebling Ranger. Slimeologie. Teers entstehen, wenn ein Lago, also sowas Großes, einen Plot einer Sorte frisst, die er nicht selbst auch produziert. Eine schreckliche Transformation passiert und verwandelt den Slime in ein schlammiges Etwas. Gefüllt mit wirbelnden, bunten Farben und einem gnadenlosen Appetit. Alles, was der Teer will, ist fressen und sich replizieren. Der einzige Weg, ein Teer aufzuhalten, abgesehen davon, ihn einzuäschern oder ihn ins Slime-Meer zu werfen, ist Süßwasser. Ein Spritzer wird ein Teer davon abhalten, einen neuen Teer zu produzieren und wiederholtes Anspritzen wird ihn vollständig vernichten. Alternativ raten viele Ranger dazu, mit wild wedelnden Armen schreiend davon zu rennen. Ja, das haben wir beim ersten Mal gemacht. Ranger Risiken. Die Teers sind die eine große Bedrohung für Ranger. Der Teer ist immer auf der Suche nach Slimes, um sie zu verzehren und sich zu replizieren. Aber er frisst auch Hühner, bringt Ernten in seiner Nähe zum Verrotten und verspeist sogar Ranger. Denkt daran, Lagos zu halten mag höchst profitabel sein, aber ein falscher Plot am falschen Ort und du siehst dich vielleicht plötzlich einem verheerenden Teerausbruch gegenüber. Plotonomie. Teers produzieren keine Plots, nur noch mehr Teer. Teer. Und dann noch mehr Teer. Ja, Teer und Teer, da ist einfach das A falsch. Jetzt haben wir hier wilde Slimes. Schwer auf leeren Magen nett zu sein. Achso. Der Ursprungs-Slimes. Okay. Lago-Slimes, die haben wir ja schon. Wir haben echt noch nicht viel. Oh, steht hier auch was zu den Schlüsseln? Hier ist irgendwas. Wir haben noch nicht viel. Wir haben echt noch super wenig. Huh.
Slime mehr. Ja, mehr haben wir noch nicht. Was ist das hier? Wir wollten was bauen. Also wir müssen auf jeden Fall noch ein Gehege bauen, damit wir die Slimes da drüben rausholen. Also getrennt. Dass wir eine von den zwei Slime-Sorten rausholen. So. So, wir brauchen ja eigentlich das. Ein Hühnerstall wäre auch nett. Kommt, wir holen einen Hühnerstall. Was ist das denn? Krabbelkäfer an die Hühner liebend gern fressen. Mit vollem Magen vermehren sich Hühner doppelt so schnell. Okay. Vitamizer, das allerneueste in Sachen fortgeschrittener Geflügeltechnologie, umgibt die Hühner mit Vita-Strahlen, wodurch sie zweimal so schnell zu gesunden Hühnern und Gockeln heranwachsen. Oh, okay. Wir packen jetzt erstmal die Hühner hier rein. Hier, vermehrt euch. Gebt mir mehr Bobbys. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Hör auf, meine Hühner zu fressen. Wollt ihr mich veräppeln? Hört ihr mal bitte auf, meine Hühner zu fressen? Hey, bleibt da drinne. Verdammt, das war so nicht... Das, nein, die fressen einfach meine Hühner. Hört auf! Was macht ihr? Warum? Wie kommt ihr jetzt da rein? Was? Wie kommt ihr da raus? So. Nicht, wie kommt ihr da rein? Wieso sind die jetzt plötzlich rausgekommen? What? Ich weiß, ihr seid hungrig, aber lasst ihr bitte meine Hühnchen in Ruhe? Und bleibt ihr bitte hier drin? Also wirklich. Jetzt habe ich nur noch 5 Hühner. Dankeschön. Die kommen einfach da raus. Ach, die haben Hunger, ne? Und deswegen... Nein, meine Hühnchen. Lass meine Hühnchen entfliehen. Nein, hör auf. Hör auf. Scheinkleister. Die fressen einfach meine Hühnchen. Meine Hühner retten. Ich habe nur noch 2. Okay, das war keine gute Idee, hier das Gehege hinzubauen. Ach, Mann. Nein, ich meine... Nein. Oh, wieso? Ich bin so doof. Okay, Leute, ich bin sowas von durch. Ich habe jetzt einfach meine Hühner hier rein. Ah, okay. Also, wir haben ein Hühnergehege. Aber keine Hühner mehr. Und es war dämlich, das Hühnergehege neben den Slime-Dings zu stellen. Oh nein. Ach komm, ich zerstöre das einfach wieder. Ach verdammt. Ich bin so doof. Ich bin so doof. Ich sammle jetzt die Slimes auf und dann... Ja. Okay, Leute, ich trauere jetzt meinen Hühnern hinterher. Ich trauere jetzt. Ich hoffe, ihr trauert mit. Wir suchen in der nächsten Folge einfach mehr Hühner. Und dann werden wir das irgendwo anders hin platzieren. Aber hier ist halt auch nicht günstig. Haben wir irgendwo noch... Hier oben. Wir bauen hier oben die Hühner hin. Okay? Okay. Machen wir einfach. Müssen wir nur wieder Münzen sammeln. Ja gut, meine Lieben. Also, nächsten Folge Hühnerstall bauen und Hühner sammeln. Und noch mehr Münzen farmen, weil wir haben die gerade alle ausgegeben. Umsonst. Aus konnte ja auch keine Ahnung. Ich wurde nicht vorgewarnt, dass die einfach dann rüberspringen. Na egal, also ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen, meine Lieben. Hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss, meine Lieben. Mua.